Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja, und heute geht's dann weiter hiermit. Ich habe ja gestern angefangen. Das ist irgendwie schon cool, dass wir das jetzt spielen. Und ihr seht, das System ist sogar logisch, das ist nicht durch uns durchgefallen, auch wenn wir uns nicht sehen können. Egal. Ja, ich werde euch jetzt erstmal weiter erklären. Das heißt, für alle diejenigen, die das Spiel schon kennen, wahrscheinlich wird dieser Part nur aus Erklärung bestehen, insofern könnt ihr das überspringen. Naja, letztes Mal hatte ich den ersten Register erklärt, hier dieses ganze Zeug. Nächstes ist das Inventar. Das Inventar hat auch wieder 5 Registerkarten, einmal alles. Waffen, Rüstungen und Kleidung. Alchemische Sachen, also Zutaten, Tränke und Mörser, Schlüssel und sowas, wie es man das auch schon aus Morrowind kennt. Und das letzte ist Verschiedenes, also irgendwelche Bücher, Magierollen, Reparaturhämmer, irgendwelche Sachen wie Tassen und sowas, also alles, was halt nicht in die vorigen Kategorien reingehört. So, dann gibt es hier verschiedene Sachen. Einmal das, also hier oben, da könnt ihr dann sortieren, nach Alphabet, einmal von oben nach unten und einmal von unten nach oben. Dann hier nach dem Goldwert, das heißt hier nicht mehr, Drake, es heißt jetzt wirklich Gold. Also wie ihr seht, sind Sackleinen-Sandalen ein Goldwert. Dann nach dem Gewicht. Wie ihr seht, wiegt es alles recht wenig. Das hier wiegt halt am meisten. Das ist der Rüstungswert. Der Rüstungswert haben die natürlich 0. Ich habe keine Rüstung. Und ich sag's direkt vorweg, das Talent ohne Rüstung ist weggefallen. Bedeutet, wenn ihr keine Rüstung habt, habt ihr auch wirklich keinen Rüstungswert. Und das hier ist der Zustand, der ist aber nur bei der Rüstung interessant, dann steht hier eine Zahl, maximal ist 100, es sei denn, ihr seid Experte Schmied, dann könnt ihr bis zu 125% reparieren. Das ist der Zustand und der bestimmt natürlich auch, wie gut das ist. So, zum Rüstungswert möchte ich noch eines sagen, und zwar, wenn ihr einen Rüstungswert von 1 habt, bedeutet das, dass ihr 1% des Schadens abfangt. Der Rüstungswert ist maximal 85. Ja, in Mordum war das ja so, dass ihr einen Rüstungswert von irgendwie 300 erreichen konntet oder so. Und hier ist es halt nicht mehr möglich. Ich weiß auch nicht mehr, wie stark der Rüstungswert in Morrowind dann genommen wurde. Naja, egal. Und wenn ihr hier bei Waffen guckt, dann seht ihr hier oben, ihr könnt euch sicher denken, das ist der Angriff. Dings hier. Nee, ich möchte die Handschellen tragen. Ich weiß auch nicht wieso, ich finde die stylisch. Gut, das ist das Inventar. Als nächstes haben wir unser Magie-Menü. Auch hier haben wir wieder ein paar Register. Einmal alle Zauber, die auf Ziel gehen, alle Zauber an Berühren, alle Zauber, die auf einen selbst wirken, und hier haben wir alle magischen Effekte, die auf einen wirken. Da hätten wir hier zum Beispiel unsere Rassenboni, also als Bretone haben wir natürlich mehr Magie, 50 mehr Magie, und wir haben natürlich auch 50 Punkte Resistenz, also 50%. Ja, dann gucken wir, was wir haben. Das ist unser Drachenhautzauber, den kennen wir ja schon aus, Morrowind. Dann, ich kann ja einfach mal die Quick Spells zeigen. Wenn ihr Quick, was heißt Quick Spells? Wenn ihr Quick Tasten verwenden wollt, also, dann drückt ihr einfach eine Taste von den Tasten 1 bis 8. Ich drücke jetzt mal die 8, halte das gedrückt und drücke dann auf den Drachenhautzauber. Ich tue jetzt einfach mal die Drachenhaut auf die 8. Vielleicht können wir es ja mal gebrauchen, aber wir können ihn halt nicht so oft einsetzen. Dann werde ich mal den Feuerball auf die 1 tun und leichte Wunden halt noch 2. Und ihr wollt bestimmt den Feuerball sehen. Sieht so aus. Und wie ihr vielleicht seht, regeneriert sich hier auch das Mana. Bedeutet, der Magier hat es nicht mehr so schwer. Ja, hier unten haben wir noch die Zaubereffektivität, die ist bei uns 100%. Ich weiß eigentlich nicht so genau, wie sich die berechnet. Gut, und hier seht ihr natürlich die Mana-Kosten. Oh, also 14 Mana, weil wir noch recht schlecht in Zerstörung sind. Dafür macht halt nur 6 Punkte Schaden. Gut, letzte Registerkarte ist dann das Quest- und Kartenmenü. Dann die einmal die Dungeon-Karte. Da seht ihr nicht besonders viel drauf, weil halt ich sehe noch nichts vom Dungeon quasi. Die Weltkarte hatte ich ja schon mal gezeigt und hatte ich auch ein bisschen was zu erklärt, dass man hier so schnell hinreisen kann und sowas. Werdet ihr alles bestimmt noch sehen. Hier habt ihr die momentan aktive Mission. Die ist entkommen aus dem Gefängnis. Hier haben wir alle Missionen, die wir momentan erfüllen können, die wir angenommen haben. Das ist bisher nur eine, deswegen ist die auch aktiv. Und hier haben wir alle erfüllten Missionen, das ist allerdings überhaupt keine. Noch was zu diesen Quests. Also wenn ihr eine Quest angenommen habt, dann ist das nicht mehr so wie bei Morrowind, dass ihr
nicht gesagt bekommt, wo es hingeht. Also ihr bekommt jetzt gesagt, wo es hingeht, dann kommt ihr, ich kann das ja mal zeigen. Ich kann selber Markierungen setzen und dann bekommt ihr eine Markierung in grüner oder roter Farbe. Wenn die grün ist, bedeutet das, dass ihr im selben Gebiet, also im selben Areal wie der Quest seid. Bedeutet, wenn der Quest irgendwo draußen in Cyrodiil ist, dann, wenn ich jetzt aus dem Kaiserstadtgefängnis rauskomme, dann ist der grün. Wenn das allerdings, keine Ahnung, in einem Haus in Koroll ist, dann hätte ich wahrscheinlich einen roten Questzeiger auf einem der Stadttore. Und wenn ich dann durch das Stadttor gehen würde, hätte ich immer noch einen roten, dann zeigt er auf irgendein Haus. Wenn ich ins Haus gehe, hat er einen grünen. Also so zeigt euch an, wo ihr hin müsst. Gibt's nicht bei jedem Quest, ist aber, finde ich, eine sehr nützliche Sache. Und ihr seht es auch unten auf dem Kompass natürlich. Aber ich werde das jetzt entfernen, weil es irritiert mich sonst nur. Habe ich jetzt irgendwas vergessen zum Erklären? Ja, E ist springen. Steuerung schleichen. Ah, vielleicht hat sich verbessert, cool. Dann konnte ich das ja auch mal zeigen, wie das aussieht. Dann, ach ja, noch eine Sache. Ich werde jetzt sowohl in Morrowind als auch in Oblivion die Sounddateien gegenseitig einfügen. Bedeutet, in Morrowind werdet ihr auch Oblivion-Sounds hören und in Oblivion werdet ihr Morrowind-Sounds hören. Einfach aus dem Grund, dass da die Spiele recht wenige Musikstücke haben. Ich glaube, beide insgesamt nur 15. Und da sie alle recht gut zueinander harmonieren, finde ich, kann man sie zusammenfügen und hat ein wenig mehr Abwechslung bei der Hintergrundmusik. Ja, und dann haben wir jetzt eigentlich noch knappe 10 Minuten, eher 9. Ja, dann können wir eigentlich schon mal was machen. Ah, okay. Ja, okay, ich renne schon. Gut, muss jetzt gerade mal was schauen. Das Audio ist doch an. So, schon besser. Auch sagen, es gibt doch Musik bei dem Spiel. Da haben wir auch den Kaiser und die Wachen. Da links. Und da werden die angegriffen. Der Hauptmann ist tot. So seid ihr Gefangener. Seid ihr in Ordnung? Ja, das sind diese, hier, Kappe der mystischen Morgenröte. Wir werden noch mehr über die erfahren. Die spielen eine wichtige Rolle im Hauptquest. Und wir haben hier einen Katana, eine Fackel, Stahlkurzschwert. Ich weiß nicht. Und da braucht man eine Kappe, nee. Aber wir können jetzt mal unsere neue Waffe ausrüsten. Was nehmen wir denn? Also ihr seht jetzt hier, das Stahlkurzschwert hat einen Angriff von 1 und das Katana von 2. Allerdings muss man sagen, ein Stahlkurzschwert, damit könnt ihr wesentlich schneller kämpfen. Ich glaube, das war so, dass ein Katana, beziehungsweise das gehört zu den Langschwertern, dass ein einhändiges Langschwert eine Reichweite von 1 hat und eine Geschwindigkeit von 1. Und ich glaube, das Kurzschwert hat eine Geschwindigkeit von 1,2 und eine Reichweite von 0,8. Insofern... Ja, ich werde erstmal mit dem Katana kämpfen. Oder? Ne, ich kämpfe lieber mit dem Kurzschwert, dann kann ich schneller schlagen und dann immer wieder einen Zauber reinhauen. Was ich dann letztendlich spiele, hängt dann von der Ausrüstung ab, die ich finde. Ich werde ja Schwertkampf spielen. Nicht die Ersten, die die Klingen unterschätzen. Aber das Katana verlieren wir am Ende sowieso. Insofern ist es gar nicht schlecht, wenn ich mich mal an das Kurzschwert gewöhne. Da kommt Kampfmusik. Kenne ich ihn nicht schon aus Morrowind? Habe ich vielleicht schon die Morrowind-Sounddateien hier drin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, wie ihr seht, das Tor ist zu. Dafür ist hier die Wand aufgegangen. Da kamen zwei Ratten raus. Ja, es gibt sie. Und das wäre jetzt eigentlich erstmal unser erster richtiger Kampf, weil das mit der mythischen Morgenröte zählt ja nicht. Da waren ja Wachen und sowas dabei. Da haben wir eine rostige Eisenstreitaxt. Ja, ihr seht es. Stumpfe Waffe. Mhm. Ja, auch wiederum ein Grund, warum ich stumpfe Waffe nicht nehmen wollte. Pantoffeln. Da haben wir Pfeile, brauchen wir nicht. Ja, da haben wir leichte Rüstung. Hab ich gerade abgeblockt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Sehr effektiv. So, das ist ein Minispiel, um Schlösser zu knacken. Ich kann jetzt hier mit der Maus den Dietrich nicht mehr bewegen und wenn ich ihn hoch mache, dann geht der Dietrich hoch. Und ich muss dann klicken, wenn das Ding ganz oben ist. Also in dieser Scharnier hier. Mal gucken, ob ich das knacken kann.
Ja, oder ihr könnt auch unten auf den automatisch versuchen Button klicken. Dann versucht ihr das halt wie in Mord auf den Dietrich halt. Es ist halt, kommt dann halt auf euren auf euren Sicherheit, auf eure Sicherheitsfähigkeit an. Ja. Brauchen wir aber nicht, weil es gibt in diesem Spiel einen Dietrich, den gibt es auch in Morrowind, es gibt einen Dietrich, der das komplette Attribut, die komplette Fähigkeit Sicherheit unnütz macht. Weil dieser Dietrich unzerbrechbar ist. So, hier wird jetzt das Zaubern erklärt. Also dieses gesamte Kerkerlevel. Ich zauber eigentlich immer ganz gerne. Vor allem am Anfang, und ich werde mir auch immer wieder Zauber machen. Und dann, wir werden relativ am Anfang... Ja, egal, das sage ich. So, hier haben wir noch Eisenbrusthandschuhe. Wir sind aber immer eine leichte Rüstung. Das weiß ich doch noch. So viel habe ich von meiner Post noch mitbekommen, oder? Ja, leichte Rüstung. Insofern interessiert... Ach, die können wir eigentlich mal anziehen, unsere Rüstung. Und ein Schild haben wir jetzt auch. Mit einem Schild könnt ihr besser ablocken. Aber mit einer Waffe könnt ihr natürlich auch ablocken. Und das müsst ihr zum Beispiel, wenn ihr mit einem... Claymore, also einem Zweihandschwert, oder aber zum Beispiel mit einem Streithammer oder sowas kämpft, oder mit einer zweihändigen Axt, dann müsst ihr natürlich mit der ablocken. So, das war gerade auch schon wieder ein, das war gerade ein Zombie. Es gab ja eigentlich, gut, es gab diese Korpuskranken, aber ich glaube, sonst gab es ja keine Zombies in Mordor. Mit Zombies werden wir hier viele treffen und auch viele verschiedene Arten. Ja, verfaulte Zombies, kopflose Zombies und was es da nicht alles gibt. Das finde ich jetzt sehr cool gemacht. Da oben nochmal so ein Ausblick. Finde ich wirklich sehr schön. Man kommt da nicht raus. Ich habe es schon versucht. Aber ich finde es einfach schön, dass sowas eingebaut wurde. Ah, ich hasse das, dass die Ratten immer so auf einen zuspringen. Ich werde jetzt hier mal... ich muss versuchen, eine gute Kombo aus Schwertkampf Zauber zu finden, aber jetzt erstmal hier zauber ich mich, glaube ich, durch, weil ich ja doch ganz gerne erstmal Zerstörung auf 50 bringen würde, weil bei den Zerstörungsfähigkeiten ist es so, dass bestimmte Zauber bestimmte Stufen in der Zerstörungsmagie erfordern. Das heißt, ab einem bestimmten Effekt brauche ich dann Stufe 50 in Zerstörung zum Beispiel. Bei Schwerkampf schaltet das Kombo-Schläge frei, also glaube, jetzt kann ich noch diese Powerschläge. Lernt ihr dann. Wenn ich jetzt Stufe 25 mitschicke, bin, lerne ich den Powerstand im Stehen. Wenn ich Stufe 50 bin, kann ich den seitwärts ziehen. Wenn ich Stufe 75 bin, also Experte, kann ich den rückwärts ziehen. Und wenn ich Meister bin, kann ich den vorwärts ziehen. Dazu sei gesagt, der seitwärts ziehen kann entwaffnen. Der rückwärts ziehen kann Gegner zu Boden werfen. Und der vorwärts ziehen kann sie sogar lähmen. Lohnt sich also durchaus, wenn ihr Meister seid. Ja, und ich würde halt gerne Stufe 50 werden, damit wir entsprechend gute... Zerstörungszauber wirken können. So, hier haben wir jetzt ein Schloss mit drei Dingern. Oh, das ist zwar viel. In der Ruhe liegt die Kraft. Meistens versuche ich es automatisch. Aber jetzt wollte ich einfach mal gucken, ob ich es schaffe. Das ging sogar recht gut. Was ist denn das für ein Geräusch im Hintergrund? Ich glaube, mir fällt gerade die Müllabfuhr oder sowas vorbei. So, hier könnt ihr auch wieder viel mitnehmen. Ja, Alchemie, Salat, zum Eisenschild, da ist auch noch ein Helm. Hm, da haben wir Gold. Wie ihr vielleicht merkt, ihr trefft auch immer in diesem Spiel. Das ist nicht so wie im Mordor, dass ihr ewig drauf kommt. Naja, an dieser Stelle beende ich jetzt erstmal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Ja, und damit sage ich Tschüss.